Maschine hoch, wobei dann diese Belastungen auftreten. Also hier die Kurve, die Tauchkurve, die jetzt gerade anfängt, die ist noch recht angenehm für den Fluggast. Aber spätestens, wenn es ohne auch ins Horizontale reingeht, also wenn er die Maschine hier parallel zur Bahn bringt, dann hat der Kollege, das fängt jetzt schon an, hat er die Backen auf den Knie hängen. So, hat er auch einen Landescheinwerfer an. Das ist jetzt natürlich ein Gefühl für den Piloten, weil er das trainiert hat, für den Mitflieger vielleicht nicht so ganz, der sagt, ja, alles klar jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht macht er noch einen zweiten Überflug, warten wir mal ab. Wie gesagt, sieht von hier unten alles so langsam aus, ja, er sitzt nochmal an, Nase geht nach unten. Ja, das sieht schon nochmal härter aus. Also Passagier hat es gut vertragen, jetzt kommt dann Stufe 2. Und jetzt sitzt er ganz fest im Sitz, und zwar so fest, dass er mit eigener Kraft gar nicht mehr aufstehen könnte, selbst wenn er nicht einschalten würde. Ja, wie gesagt, pilotiert von Robert Gladwig, wie findet ihr ihn?